Let's hope the shuttle still works. Falls ihr etwas seht, ich auch nicht. Where did I get a flashlight? Tja, es gibt viele unbeantwortete Fragen, Simon. Okay, das sieht nach Shuttle aus. Das ehrlich gesagt auch. Mal gucken, welches mit uns noch redet. Dieses offenbar nicht. Ehrlich, das kann nicht euer Ernst sein. Das Ding kann man nicht benutzen. So, Manifest. Shuttle Beat. Route von YB nach Theta PR, Theta Prime. Abfahrtsdatum, kein Eintrag. Gegenstände, Ticket, LG Spannseil, 250 Meter. Gefahrenbericht, Helper Kit, Auto Inflator. Aufschlagsereignis. Pathos 2 Memo. Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet Telos um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2 und damit letztlich der gesamten Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Forkuran. So, dann gibt's noch ein schönes Video. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. So. Das sieht aus wie der Teil einer Bauanleitung. 7 Schräubchen. Mit Rundkopf, 10 Schräubchen mit Flachkopf, 2 Sicherungen, eine Diode, 15 Muttern. Damit kann man wahrscheinlich das Ding wieder zusammensetzen. Ich weiß es nicht. Aber die können mich unmöglich mit dem Ding hier fahren lassen. Das geht nicht. Jetzt will aber auch keine Tür aufgehen. Noch lang zur Wartung. Spiel speichert.
Sieht unheimlich einladend aus. Die Hintergrundmusik tut ihr Übriges. Da freut mich doch, dass ich am Wochenende gleich das nächste Horrorspiel für mich aufnehme. Metro 2, also Metro Last Light. Sorge, habe ich nicht vor. It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Du bist Amy. Ich bin auch Amy. So. Was ist denn das für ein furchtbares Spiel, ey? Ich muss hier einen nach dem anderen umbringen? Das geht doch nicht. Ja. Das außerdem, das ist ziemlich unwürdig, was hier abgeht. Ja, ich kann ja nichts machen, ich kann mir das bloß ansehen. Hier kann ich einen Stecker ziehen. Ich würde sagen, ich beende ihr Leiden. Mögest du in Frieden ruhen. Was eine Kacke. Ja, wahrscheinlich. Ich kenne ja den Plot-Twist, aber die Entscheidungen sind echt die Härte. Und wer das Monster in solchen Spielen ist, das ist immer Auslegungssache. Kommen wir immer noch nicht auf. Hier regt sich wahrscheinlich auch nichts. Aber da vorne hat es so verführerisch geleuchtet. Kann man hier was machen? Ah ja. Wir haben mal wieder eine Erinnerung. Drasky, 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 Drasky. Come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Drasky. I'm at the shuttle. But it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. So, ich werde meine Hand da nicht reinstecken. Muss auch einen anderen Weg geben. Hat gereicht, dass ich das Zeug einmal berührt habe. Stromversorgung soll ja angeblich wieder stabil sein. Also frage ich mich, was fehlt. Mal abgesehen vom Lichtschalter.
Hier ist es jetzt auch deutlich dunkler als vorher. Ja, irgendwie ist hier das Licht ausgegangen und hier ist das Licht angegangen. Gehen wir nochmal hier durch. Das Ding hat sich gerade bewegt. Stromversorgung stabil. Grundsysteme, Gleise, Sicherheitssysteme. Alles aktiv. Hier kommt man auch nirgends hin. Hier ist Ende Gelände. Ich würde ihr gerne noch die Augen zumachen, aber das darf ich wieder nicht. Amy versucht es mal wieder mit Exploiten. Auf gut Deutsch Spiel kaputt backen. Tja, was soll ich machen? Ich kann... Ja, schön, ich kann die Taschenlampe triggern. Das ist ja toll. Aber ich kann hier... Ah, warte mal. Ah! Energie! Ja, schön! Oh, was haben wir denn hier? Pathos 2 flutbare Luftschleuse, Reparaturset. Duplexpumpe 2-mal, Mehrzweckreiniger 1-mal, Ventilpaket 5-mal, Dichtungsringe 10-mal, Schlagschrauber 1-mal und flexible Rohre 4-mal. Okay. So, ich gucke mich erstmal um. Ich weiß, dass ich davon das Multitool einsetzen soll. Zack, zack, zack. Energie. Das hat mir jetzt anders vorgestellt. Naja. Wir schleusen nicht von selbst auf. Das hört mir das Ding gleich von der Nase weg. Da darf ich nicht rein. Error, Error, Error. Da kann ich nicht drücken. Die Tür lassen wir mal mit in Ruhe. Ja, Jane. Jane Helper. Sag mal was. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Aber vielleicht hilft es, wenn ich mich einfach hinsetze. So, da wollen wir hin. Ziel bestimmt Lambda. Feuer frei. Pathos 2, your expressway to the stars.
What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Bathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Bathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Klingt sehr vertrauenserweckend, der Computer. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. So, kommen wir mit Multitool. Tür geht auch nicht auf. Ah ja. Jetzt bräuchte ich den Hebel. Wenigstens daran haben sie gedacht. Ich schätze mal, selbst wenn der Weg nicht blockiert gewesen wäre, hier wäre spätestens Schicht im Schacht gewesen. Sprichwörtlich. Was ist denn da los? Telefon oder was? Tatsächlich. Incoming call. Catherine, is that you? Yeah, the O7. I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Oh, so richtig. Don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Tja, sie hat gesagt, sie muss los, ne? Da hat sie einfach aufgelegt. Exit. Das ist nett, aber ich werde erst mal gucken, was da vorne ist. Ja, unsere Sicht wird aber gerade so ein bisschen schummerig, ne? Na gut, nach so einem Unfall. Ach, das ist wieder so ein... Nö. Nicht mit mir. Das muss auch ohne gehen. Ich trau diesen Pickel nicht. Thank you.
So. Schön, dass es hier einen Tunnelausgang gegeben hat. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Wir sind aber im Atlantischen Ozean. Das kann ein paar Monate dauern, Jahre, bis du hier irgendwas findest, was du suchst. Zum Vergleich, Europa ist ein Pickel dagegen. Ich weiß nicht, warum ich heute so auf Pickel sage. Ich mag das Wort. Wie kann man das hören? Ich weiß es auch nicht. Hat einen lustigen Klang. Du hast nicht mal meine Hand. Ich hab dich oben gesehen, aber ich glaube, wir sind tatsächlich ein bisschen damaged. Irgendwann muss ich so ein Ding, glaube ich, mal benutzen, um zu heilen. Aber ich glaube, so auf lange Sicht ist das Ding nicht gut. Also, diese komischen Auswüchse, wo man den Finger reinstecken soll. So. 350 Meter bis Lambda. Ja, wa? Das wird. Aber ich glaube, das hängt mit dem Plot-Twist zusammen, warum es nicht geht. Aber ich möchte für jene Zuschauer unter uns, die Soma noch nicht gesehen haben, auch nicht spoilern, auf was das Ganze hier hinausläuft, obwohl man es sich eigentlich schon fast denken kann. Der Plot-Twist kommt noch früh genug. Oh. Ja, das ist schön, du geh mal weg. Hau ab. Hau ab. Die Dinger da sind nicht nett. Bestimmt nicht. Also, Holger. Schön, dass du da bist. Wir suchen gerade den Weg nach Lambda. Nachdem unsere U7 abgestürzt ist. Berliner Insider. Och, ja, mir geht's soweit gut. Bin ein bisschen müde, also ich werde jetzt auch nicht mehr allzu lange streamen. Ein bisschen noch, aber... War halt ein langer Tag heute. Was haben wir denn hier? Ah ja, so geht's auf. Oh, hier kann ich mit dem Omni-Tool wieder was machen. Fehler, Cortex-Chip erforderlich. Okay, das Ding braucht mehr Intelligenz.